Grüß euch und hallo zusammen. Die Woche fängt schon gut an. Wir lassen heute die Dachrinnen neu machen. Die Gebäude werden alt, die Dachrinnen rosten durch. Und weil es nervt, wenn einem das Wasser auf den Kopf tropft, wenn man von den Hallen rausgeht, werden jetzt die alte Dachrinne entfernt und kommen da neue drauf. Und hier bei meiner Heuberger Halle werden auch die Dachrinnen repariert. Das sind so die Sachen, weil die Gebäude zu niedrig sind, wo man dann mit dem Kipper am Dach hängen bleibt. Da haben wir da eine Stelle, die habe ich schon mal so ein bisschen ausgebeult, dass Wasser wieder durchläuft. Und da vorne ist auch eine Stelle, die gemacht gehört. Und dann kann das Wasser wieder sauber ablaufen. Hilft ja nichts. Man darf halt nicht nur in die Maschinen investieren, man muss auch was in seine Gebäude investieren. So, wir fahren jetzt ins Holz und schneiden noch mal ein paar Bäume um. Servus! So schnell kann es gehen. Kaum übernommen, schon ist der Haufen fort. Gleich mit zwei LKWs, ein Sattelzug ohne Kran und der Gliederzug mit Kran. Das spart Transportkosten, weil natürlich der Sattelzug ohne Kran viel billiger ist und mehrere mitnehmen kann. Ah, oh, kommt schon. Obacht! Fahr fest! Jakob, genau hast so. Rein reingelegt. Genau so. Saubere Arbeit. Ich hab mich verhängt. Jetzt kommt er, oder? Obacht! Mahlzeit. Ja, das ist ganz schön. Das ist ganz schön schlecht. Da, oh ja. Da geht ja jetzt schon 60 rein. Da darfst du erstmal Papierholz schneiden. Na, Papierholz nehmen wir rein, das ist Energieholz. Ich glaube, ich kann nicht gleich 2 Meter abschneiden. Ja, ja. Ich glaube, nach einem Meter ist der noch nicht gesund. Nein. Kommt schon? Komm fest! Oh, flackt! Aber ich hab gedacht, du wolltest rechts vorbei. Nee, eigentlich wollte ich links vorbei. Okay. Also links von dem Baum hinten aber. Wir haben da wunderbare Stücke.
wo wir die letzten Jahre immer wieder Bäume wegnehmen und die Naturverjüngung da so reinläuft in den Bestand rein. Und da wird es Zeit, dass wir jetzt wieder mal ein paar Bäume entfernen. Was ein bisschen kompliziert ist, weil wir haben da eine Tanne direkt daneben. Also sprich, den Baum muss ich da überschneiden. Da steht jetzt aber da Douglasie und da vorne eine Tanne. Da werden wir zuerst die zwei buckelten Buchen wegnehmen. Den Baum, ja, da steht da auch wieder daneben eine schöne Tanne. Den muss ich dann da rausschneiden. Da steht aber da eine Douglasie. Also alles nicht ganz so einfach. Aber es hilft nichts. Das werden wir wohl angehen müssen. Und das ist da der ganze Waldrand da vorne. Das ist also ein Nordrand. Und da läuft da überall die Naturverjüngung rein. Und da kehrt auf jeden Fall mal eine ganze Reihe Bäume weg, dass da wieder mehr Licht reinfällt. Und vor allem, es wird ja auch nicht einfacher, die Bäume zu entfernen. Na, dann packen wir mal an. Obacht! Feld! Sehr schön! Douglasie steht, Tanne steht, sogar die Fichten hat es überlebt, die Kleine. Und Sport hast du auch gleich gemacht? Und Sport haben wir auch gemacht. Gut. Schauen wir mal, ob es filmt. Obacht! Ah, fällt! Ah, bis halt zu weit links. Aber die Douglasie ist stehen geblieben. Passt. Eigentlich gut. Wunderbar. Gut eingelegt. Mei, ich sag's euch, ärgern kann man sich. Heute haben wir ein bisschen im Wind. Eigentlich gar nicht schlimm, aber es reicht. Und dann habe ich mir einen Baum hergekriegt. Hier schön Sicherheitsfelder, schöne ausgeformte Bruchstufe. Hinten hebt er noch, hätte also da oben sollen. Und was macht das Ding? Ich wollte gerade einen Keil ansetzen, dann macht es knack. Und dann fällt der Baum da mitten in die Jugend. Nee. Und da stand genau noch eine schöne Tanne und da ist er genau drauf gefallen. Ah, man kann sich schon ärgern, weißt, das ist der Wahnsinn. Aber drum hast du ja zwei Baumlängen Sicherheitsabstand. Und naja, wenn der Wind geht, dann spielt halt nochmal jemand mit. Vielleicht Klaffer, aber jetzt werden wir mal ausrasten, aber rausbringen, die nicht tun schon. Da ist jetzt genau eine Rückegasse darauf. Also den muss ich mir halt da zur Gasse ziehen und dann kriege ich den schon. Wir haben jetzt die Tage hier aufgeräumt, sodass die Naturverjüngung, die da näher läuft, jetzt einfach wieder Platz hat und ein bisschen mehr Licht hat. Jetzt sind wir da auch fertig. Der Thomas zirkt Stämme schon mal zur Straße hin. Und ich habe mir gedacht, jetzt kurz vor Mittag mache ich euch jetzt mal ein bisschen ein Video über meinen Wald. Wie und wo und was und wie wir das so betreiben. Mein Vater ist schon irgendwann in die 70er Jahre eigentlich von der herkömmlichen Waldwirtschaft weggekommen, sprich Kahlschlagswirtschaft, alle Bäume weg, dann neu pflanzen, sondern wir versuchen das alles mit Naturverjüngung zu machen. Das Einzige, was wir pflanzen, sind einfach Tannen, sonst kommt alles selber. Mein Urgroßvater hat damals kurz nach dem Ersten Weltkrieg, wo alles am Boden lag, den Schlosswald von Hornstein gekauft. Für eine horrende Summe von damals 4000 Goldmark. Also das war damals halt wirklich viel Geld. Und das hat sich eigentlich ein kleiner Bauer eigentlich gar nicht leisten können. Er hat es trotzdem gemacht, hat Mut bewiesen und hat eben die ganze Fläche gekauft. Hat zum Teil wieder Flächen verkauft, um das Konto wieder ein bisschen aufzufüllen.
Und jetzt stehen wir hier in der sogenannten Rosswort. Und in dem Stückel, das ist uraltes Kulturland. Und zwar, wenn ihr mal schaut, da haben wir immer hier einen Buckel und ein Tal. Und das sind alte Keltenäcker. Also die alten Kelten vor 2000 Jahren haben hier schon Landwirtschaft betrieben und haben Ackerbau betrieben und haben praktisch immer zusammengeschlagen. Das macht das Stückel ein bisschen speziell, weil immer, wenn man hier genau schaut, immer auf den Buckeln, da wachsen die Fichten unheimlich gut. Und in den Tälern ist es eher feucht, da hat dann die Esche, hätte die Esche Platz, wenn es jetzt nicht das Eschentriebsterben gäbe. Und überall drunter haben wir eben schon die Naturverjüngung. Die nächste Generation steht bereit und wartet nur drauf, dass Luft kriegt. Und warum das Stück Rosswort heißt, ist, da haben früher noch die Pferde geweidet. Das war eine Pferdeweide und die hat mein Urgroßvater und mein Großvater aufgeforstet. Also mein Vater ist jetzt 85 und er erzählt immer, wenn sie früher im Winter in den Wald gefahren sind mit dem Schlitten, da hat er als kleiner Bub da noch auf die Wiesen rausschauen können. Und jetzt schaut euch mal an, was wir da für Baum haben. Und das ist halt die Geschichte mit der Waldwirtschaft. Der, wo mit dem Wald nicht so viel zu tun hat, der denkt immer, wow, der böse Waldbauer, der böse Bauer, der böse Forstwirt, der schneidet die armen Bäume um und dann ist nichts mehr da. Nein, es ist jede Menge da und Waldwirtschaft, so wie wir die betreiben, wird einfach schon seit vielen Generationen betrieben. Und die Bestände, die wir da haben, die Wälder, die wir, wo wir sehen, es ist jetzt egal, ob hier bei uns oder ob man im Borschenwald schaut oder in Steigerwald oder keine Ahnung, im Franken die Eichenwälder, das ist alles von Menschenhand gemacht. Also ihr braucht da keine Sorgen haben, dass der Mensch den Wald vernichtet. Wir erhalten den schon und schauen, dass alles gut und schön läuft. Aber wir leben natürlich auch von dem Wald und wollen natürlich mit dem Wald auch Geld verdienen. Und das funktioniert halt nur, wenn man ordentlich wirtschaftet und auch immer wieder Bäume entnimmt, damit die junge Generation nachkommt. Ihr seht, wie viele Bäume da kommen. Da stehen auf dem Quadratmeter, ich weiß es nicht, 5, 10. Sagen wir mal, da stehen 50.000 Bäume auf dem Hektar pro Quadratmeter 5. Und im Endbestand haben wir alle 6 bis 8 Meter einen Baum. Und alles, was dazwischen drin noch dasteht, muss irgendwann rausgepflegt werden, die nächsten 100 Jahre. Und das macht Arbeit. Und das kostet Zeit und Geld. Und darum schneiden wir hier und da große Bäume um, um sie zu verkaufen, um die Pflege des Waldes einfach zu finanzieren. Weil wir wollen ja auch davon leben und alles gut erhalten. Der Vorteil von der Waldwirtschaft, wie wir sie betreiben, ist halt, hier stehen wir an einem Windwurfloch. Da hat 2015 der Sturm Niklas etliche Bäume rausgerissen. Und da wurde keine einzige Fichte oder kein einziger Baum gepflanzt. Das ist alles natürlich da. Sprich, keine Bäume pflanzen, keine Bäume ausmähen. Die nächste Generation steht einfach unten drin bereit. Und wartet nur, dass ein paar Eude entfernt werden, dass Licht da ist und schon geht's los. Da müssen wir dann auch wieder rein in die Fläche und müssen etliche von den kleinen Bäumen entfernen. Weil das ist nämlich zu viel, was die Natur da aufkommen lässt. Und da muss man manchmal einfach als Mensch eingreifen und ein bisschen was entfernen. Und dann kommt es von selber wieder. Gut. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.